Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei Stranded Deep und... Na, Weihnachten gut verlebt? Sind alle, glaube ich, ein bisschen dicker geworden. Habe ich so das Gefühl. Also ich fühle mich zumindest so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es auf jeden Fall so. Ich habe zu viel gefuttert. Aber ist auch immer so, ne? Weihnachten ist immer so. Habt ihr euch dann reich beschenken lassen? Genau. Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr reichlich viele Geschenke gekriegt? Bei mir auch auf jeden Fall. Zum Beispiel habe ich FIFA gekriegt. Was ich eigentlich jedes Jahr kriege von meinem Schwager. Worüber ich mich auch jedes Jahr freue, weil ich brauche es mir nicht kaufen, sondern ich kriege es geschenkt. Was auch richtig geil ist, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich irgendwann so eingebürgert, ich glaube vor 2 Jahren. Da sagte mein Schwager zu mir, was wünschst du zu Weihnachten? Ich so, pff. Ja. Da habe ich ihn, glaube ich, zur Wahl gestellt. Battlefield 4 oder eben FIFA. Er ist totaler FIFA-Experte und kann super gut FIFA spielen und so weiter. Da hat er gesagt, oh, da kaufe ich ihm FIFA. Ich bin ehrlich, über Battlefield hätte ich mich in dem Moment zwar ein bisschen mehr gefreut, aber danach habe ich mir gedacht, weil ich noch Gutscheine gekriegt habe zu Weihnachten und so weiter, da habe ich mir das dann selbst gekauft. Aber... Ach guck mal, wir brauchen sogar ein Rohleder, um so ein Lederding zu machen. Nee, ach Quatsch, okay. Ich habe mich jetzt gerade vertan. Auf jeden Fall hat sich das dann so eingebürgert, ist auch fertig. Wir brauchen Stickies. Oder wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal unsere Hütte. Ja, wir bauen jetzt erstmal unsere Hütte, wobei wir können erstmal schlafen gehen. Wir haben schließlich 1 Uhr, Leute. Wir haben 1 Uhr. Da kann der wohl mal schlafen, ne? Sleep. So, es ist taghell. Und der Hai ist immer noch da. Habt ihr gehört, gerade die Fledermäuse waren auch noch da. Mitten am Tag. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei. Ja, wir brauchen zwei Steine. Natürlich, das wusste ich doch. Also, was ihr wieder denkt von mir, dass ich das nicht weiß. Ich kann nichts mehr nehmen. Oh. Also ich sehe jetzt gerade nichts. Ich guck so aufs Wasser und sehe nichts. Na, ihr seht doch auch nichts. Wieso höre ich denn den Hai und sehe aber nichts? Da, die hier kann ich wohl sehen. So, jetzt stehe ich ja schon extra weit oben. Ich sehe den Hai nicht. Aber ich höre Musik. Ist schon merkwürdig. Und so hört sich das eigentlich an, wenn er einen angreift. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wir brauchen Tools und einen Hammer. So. Und jetzt brauchen wir... Ah, okay. Wir brauchen jetzt hin die hinterste Höhe, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass wir das so auf dieses hier bauen. So. Jetzt natürlich zwei nach hier, zwei nach da. In der Mitte einen freilassen. Nicht vergessen, Feuerhäuschen. Na, da liegt jetzt Holz im Weg wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Und auch hier wird das Holz wahrscheinlich gleich im Weg liegen, deswegen nehme ich das mal direkt weg.
Das kennen wir ja mittlerweile schon von Stranded Deep. Wenn da irgendwas im Weg liegt, dann funktioniert das nicht. Ah, jetzt kann es die hier sein. Ja, dann komm mal her. Okay, geht nicht. Dann legen wir es mal dahin. Ne, es sind so Kleinigkeiten. Da sieht das super aus. Dann machen wir jetzt mal Floors nicht. Man kann das noch so zur Seite ziehen. Walls sind jetzt extra, Window ist jetzt extra, Türen, Stufen. Stufen auf jeden Fall schon mal. Und zwar machen wir die Stufen noch nicht, denn wir machen erst nochmal eine Wooden Foundation, die natürlich da so nicht hinpasst. Kann auch nichts mehr nehmen. Ach, wisst ihr was? Wir gehen von hier aus rein. Aber... voilà. Wir machen das noch einen kleinen Tacken größer. Ja, Leute. Und gehen von hier aus rein. Fertig. Wir machen jetzt hier noch eine so. Und jetzt machen wir Wooden Stairs. So, jetzt können wir von hier aus so hochgehen. Das hier ist unser Balkon sozusagen, unsere Veranda. Können wir ein bisschen Ausblick halten und so weiter und so fort. Und hier gehen wir dann ins Haus rein. Das heißt, wir brauchen hier eine Tür. Da. So. Dann machen wir hier auch direkt... Also das finde ich jetzt doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man jedes Mal hier jetzt die Dinger zur Seite machen muss, werden wir uns auch dran gewöhnen, aber trotzdem, so im Groben und Ganzen finde ich das doch schon ziemlich doof. Wall. Wall. Na. Also das nimmt schon wirklich ziemlich viel Zeit in Anspruch, nur allein das hier rauszusuchen. Was? Irgendwas ist im Weg. Euer Ernst jetzt, ey. Da. Nehmen wir mit. Können wir nicht mitnehmen? Stimmt ja. Wir sind ja voll. Legen wir mit hier zu. Allzu viel ist es auch nicht mehr. Ah, guck mal, wenn wir jetzt C drücken, dann nimmt er aber automatisch den Hammer in die Hand. Das ist auch mal lobenswert. Das hat er vorher ja nicht gemacht. Dann musste man den immer ausgewählt haben. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, noch eine Wand. Zack. So, jetzt könnten wir eigentlich noch mal eben Crafting... Strukturis. Wie? Okay. Struktur. Ein Lagerfeuer. Bums! Das brauchen wir jetzt für ein verbessertes Lagerfeuer, weil das wollen wir natürlich jetzt nicht andauern. Ach ja, Strukturen. Drei Steine. So, das kriegen wir doch hin. Das sollte ja überhaupt kein Problem sein. Wir haben ja Steine ohne Ende mittlerweile. Irgendwas ist auch mit den Steinen.
Konnte ich hier wohl ersichtlich rauslesen. So, drei Steine. Ich weiß noch nicht was. So. Wir wollen ja hier mal hochgehen. So. Crafting. Struktur. Das. Jetzt könnten wir rein theoretisch noch ein Fire Pit machen. Ne, Spit, ne? Spit. Da bräuchte ich mal drei Holz. Dann können wir Essen immer da dranhängen. Machen wir. Machen wir, Leute. So. Das sieht doch ziemlich nice aus, würde ich da sagen. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr viel Holz. Ein bisschen Licht da noch. Und zwar... Ah, hier sind sie. Zack. Jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Jetzt habe ich voll den Fehler gemacht, Leute. Wir haben ja gar kein Holz mehr jetzt. Shit. Shit. Ja, ich hoffe, dass die Axt das noch aushält. Ich bezweifle es gerade ein bisschen. Shit, wir wollten ja eigentlich hier so ein Lederding und so weiter bauen. Das ist beschissen. Weil wir brauchen ja Leder für die Axt hier. Ist ja jetzt nichts mehr mit Lashing, sondern muss jetzt mit Leder sein. Na, ist kaputt, ich wusste es. Die habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ist das jetzt wirklich eine Bank oder was ist das? Wir können sie auf jeden Fall nirgendwo hinsetzen. Das ist viel, viel geiler. Ach so. Wir können Regale bauen bei uns im Haus. Tack, tack, tack. Und schon haben wir ein Hochregallager. Haha, das ergibt ja natürlich völlig neue Möglichkeiten, Leute. Ach ne, Strukturen. Können wir mal schon mal das hier hinstellen. Ich würde sagen, das bauen wir direkt schön hier dran. Das jetzt irgendwie in die Hand nehmen, oder? Ah. Das ist ja mal genial. Jetzt haben wir Lederseil oder sowas in der Art zumindestens. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch das, um das zu machen. Also zwei, drei Stück. Okay. Weil wir brauchen natürlich eine Axt, ne? Das ist ja wohl ganz, ganz logisch. Stone Tool. So, ach ne, drei Stück brauchen wir, ja. Ich vergaß. Was vergaße ich denn? Nein, nichts vergasen. Entschuldigung. Oh, der zeigt nicht mehr an, dass man Hunger und Durst hat. Okay, das ist natürlich genial. Wir haben Hunger und Durst und krepieren fast da dran. Ah, dass der da nichts mehr sagt. Oder hat der was gesagt? Ich hab's nicht gelesen, Leute. Schreibt's mal bitte in die Kommentare, ob ich das übersehen habe, einfach. Wenn ich's übersehen habe, tut's mir echt leid. Dieser Hai, der regt mich einfach nur auf im Moment. Gelesen, ne?
Boiled Meat. Haben wir leider was jetzt ein bisschen verpennt. Wird dann hier reingeschmissen und fertig für die Fische. So, Hunger ist wieder voll. War aber auch schon wirklich kurz vor knapp, ne? Also das durfte jetzt nicht länger dauern. So. Wir nehmen jetzt hier mal eben kurz das Wasser raus. Komplett. Ja, das ist, wenn man natürlich ein neues Update hat, dann versucht man natürlich erstmal ein bisschen rauszufinden, was man denn alles neu bauen kann. Dann wollen wir natürlich auch noch das Haus fertig bauen. Mit unserer Feuerstelle in der Mitte, ne? Das kommt dann alles so hinzu, ne? Dieser verschissene Hai, ne? Ich fahr nachher raus, Alter, und jag den. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, also jetzt nervt's doch ein bisschen, ne? Also, muss ich doch jetzt mal ganz ehrlich sagen. Oder was sagt ihr denn dazu? Nervt euch die Musik jetzt oder ist das so? Ja, es gehört halt dazu, ne? Das kann man nämlich mal so und so sehen und ich sehe das absolut nicht so, sondern so. Hä? So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genügend Wasser. Was natürlich ganz toll ist. So. Das Blöde ist, wir müssen jetzt gleich jagen gehen. Weil wenn wir jetzt schlafen gehen, haben wir gleich wieder Hunger und Durst. Es geht aber noch. Wie viel haben wir? 4 Uhr, wir können also noch nicht jagen gehen. Aber wir können unsere Axt nehmen und schon mal weiter Holz hauen, damit wir noch diesen Webstuhl machen können. Bis dato wird es dann wahrscheinlich hell sein und dann können wir auch vielleicht mal ein paar Fische jagen gehen. Tools nicht, Strukturen. Jetzt sag mir nicht. Ich habe nur noch ein einziges Lushing. Dein Ernst jetzt? Es läuft. Ey, ich habe doch so viel Lushing gekloppt, Alter. Was ist denn los? Ach klar, die Treppe. Ja. Ja, Leute, jetzt ist mir auch aufgefallen, die Treppe, die verrohrte schon 3 Stück oder 4. Können wir mal eben kurz gucken. Stairs. Ein. Tür habe ich noch gar nicht gemacht. Komisch, komisch. Komisch, komisch, Leute. Ja, wir kloppen jetzt erstmal das Holz auseinander, es wird ja gleich Tag, dann könnten wir mal gucken, ob vielleicht unser Lushing hier wieder funktioniert. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge fahren wir raus aufs Meer und knallen den Scheißhai weg, ey. Der regt mich auf. Nein, ich habe ja gerne Musik beim Zocken, aber das ist mir ein bisschen zu viel Musik, da tatsächlich unser Yucca ist schon wieder nachgewachsen. Nee, ich habe nichts vom Building gesagt. Ey, willst du mich jetzt verarschen oder was? Reicht nicht, na supi. Wieso hat der überhaupt das ausgewählt? Was brauchen wir denn für eine Torch? Würde mich ja auch mal interessieren. Torch, 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 da. Ach, einmal Claws und einmal Holz. Okay. Viermal Yucca ergeben einmal Claws. Das ist ja schon ein heftiger Preis, muss ich sagen. Aber wir sehen natürlich leider überhaupt nicht viel hier. Aber wir hatten doch noch hier zweimal Yucca oder zumindest diese kleinen Dinger hier liegen. Da. Na, komm her. Und
Da, dann haben wir wenigstens drei Seile schon mal und das vierte Seil, das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie zusammen hier. Zack. So. Jetzt wird es natürlich gerade Tag, wo ich hier hin und her gerannt bin. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ist ja unglaublich manchmal. Aber das sage ich ja, glaube ich, bei jedem Mal. Das ist unglaublich, dass das so schnell rumgeht. Und trotzdem ist die Folge zu Ende. Wir können leider nichts gegen machen. Aber bevor die zu Ende ist, will ich dieses neue Ding noch gebaut haben. Leute, das bin ich euch schuldig. Ich musste erstmal mit klarkommen, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. So. Jetzt können wir uns Claws selber machen, was ja auch ziemlich nice ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ein bisschen überrascht oder überzeugt von dem neuen Update, dass das richtig gut wird. Gut, Leute. Nichtsdestotrotz. Daumen nach oben nicht vergessen. Ein kleines Abo wäre auch ganz schön, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann seht ihr immer sofort, wenn ich was Neues hochlade, egal ob es Stranded Deep ist oder sonst irgendwas. Und ansonsten bin ich erstmal raus, Leute. Euer Nexus.